Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Und wir starten gleich mal mit diesem geilen Gefährt. Auch die Kombination ist geil. John Deere 8530 mit dem Universal Kotte Auflieger. 50.000 Liter Wasser gehen da rein. Und wir hatten gestern angefangen, einen Kurs Gewächshaus. Das sind die alten. Hier. Gewächshof. Habe ich den noch gar nicht hier reingemacht? Wasser. Wasser, Gewächs auffüllen. Machen wir mal da rein. So. Und dieser Kurs endet hier. Das heißt, wir fahren ein Stückchen vorne. Und starten dann mal den Weg zurück zur Wasserstelle. Das ist das Erste, was wir heute machen. So. Und dann folgen noch ein paar Sachen. Zum einen werden wir uns noch eine neue Gelddruckmaschine sozusagen kaufen und Gelddruckmaschine, warte, ich muss mal rein. Ah genau, und wir müssen noch ein Feld striegeln, nämlich Feld Nummer 9. Das müssen wir noch striegeln, weil das ist erst in Düngestufe 2. Da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Wobei, warte mal. Das Striegeln. Könnten wir eigentlich jetzt kurz starten. Muss man nur zum richtigen Traktor. Dafür nehme ich nämlich... diesen nicht. Wir können das erstatten, der kann ja nebenbei schon mal striegeln. Den Dünge-Traktor nehmen wir. Striegeln. Und dann müssen wir auch noch ein, zwei Kurse einfahren. Ja, wir müssen gerade viele neue Kurse einfahren, weil ich eben das neue System jetzt anwenden möchte. So, wir starten hier. Da haben wir das von dem Kurs. Feld 9. Striegeln haben wir schon. Aber wir haben noch keinen Weg, der zum Feld führt. Deshalb müssen wir da einen aufzeichnen. Wir haben ja gesagt, wir fahren immer hier entlang. Und egal wo es hingeht, wir fahren hier hinten raus. So, hier müssen wir ein bisschen mehr Radius lassen. Weil wir müssen auch dran denken, dass hier zum Beispiel die Mähdrescher rausfahren müssen. Fahren wir hier hoch. Ah, Feld 9 kann ich noch gar nicht striegeln, sehe ich gerade. Fehlt noch eine Wachstumsstufe. Aber ist egal, dann haben wir den hier schon mal parat stehen. Fahren wir hier ein bisschen ins Grün. So. Wir enden. Speichern Hof F9.
verschieben in Feld 9. So, jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wir fahren vom Hof zu Feld 9 und er soll hier striegeln. Ja, dann hätten wir hier einen kombinierten Kurs und könnten den vom Hof aus sogar schon starten. Die Frage ist, wo hört denn der auf? Ganz am Ende. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das ist. Wenn die alle hier hinten aufhören, ich glaube, die Drescher haben auch hier hinten aufgehört. Dann fahren wir hier hinten wieder raus und hier an der Seite zurück zum Hof. So, da der aber noch eine Weile braucht, stellen wir den mal auf die Seite. Dass der hier nicht ganz so im Weg steht. Und wir gehen wieder zu unserem John Deere. Entweder brauche ich eine neue Grafikkarte oder einen neuen RAM. Damit du endlich mal das Geruckel aufhört. Ich habe zwar 12 GB Arbeitsspeicher drin, aber das scheint irgendwie... Hey, wobei ich eben nicht weiß, ob es wirklich am RAM hängt oder am Grafikspeicher. Also, wir werden uns nachher noch eine neue, ich bin immer noch verschnupft, Geldquelle erschaffen. Also wir werden uns was kaufen, was uns eigentlich fast jede Folge Geld bringen könnte. Da kam ich gestern erst drauf. Nach der Aufnahme habe ich mir gedacht, hey, da könnten wir doch was reinbauen. Schwankt unglaublich, der John Deere hier. So. Das sieht aber alles ganz gut aus. Wir müssen halt die weite Strecke auf uns nehmen, weil wir beim Gemüse, bei den Treibhäusern oben, leider keine Wasserquelle haben, die kostenlos ist. Und ich habe keine Lust hier zigtausend Liter Wasser zu bezahlen. Also wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht unbedingt unnötig Geld ausgeben. Deshalb nehmen wir den weiten Weg auf uns. Ach, hier kommt noch gar nicht die Engstelle, die kommt erst später. Oh, man sieht sogar hinten. Oh, das ist ja krass. Guck mal in den linken Spiegel. Da gibt es sogar eine Füllstandsanzeige. Sorghof. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir korrekt einfahren. Dass wir nicht irgendwann hängen bleiben. Mit anderen Fahrzeugen oder wie auch immer. So, dann müssen wir einmal Feld runter. Ah, Verkehr habe ich wieder angemacht. Habe ich ganz vergessen. Jetzt aber ein bisschen doof, dass die uns hier etwas aufhalten. Aber ja, wir kommen so langsam. Oh, der fährt ja wirklich langsam. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. Schildchen, komm mal mit. Wie immer. Die Schilder hier, die werden einfach nicht alt.
Wenn ich überlegen müsste, ich müsste jedes Schild, was ich opfer, bezahlen. Dann hätte ich einen finanziellen Engpass. Ist das so? Wenn man echt einen Unfall hat und ein Schild umfährt, dann muss man für das Schild und die Instandsetzung wieder bezahlen. Zum Glück haben wir das hier nicht drin. Wäre aber eigentlich ein cooles Schadensmodell. Oder auch generell ein Schadensmodell an den Fahrzeugen wäre interessant. So, da sind wir auch. So, und hier lassen wir den Kurs enden. Das wäre Gewächs. Wasser. Und dann können wir hier mal starten. Starten. So, jetzt bin ich gespannt, wie ich den anderen Kurs genommen habe. Okay, der kann nahtlos übergehen, das ist gut. Genau so sollte es sein. Wasser. Verschieben wollte ich hin. In die Gewächshäuser. So. Derweil können wir vielleicht nochmal. Moment. Was haben wir denn hier? Vom Hof haben wir ziemlich. Hier, F17 zum Hof haben wir auch noch. Den kann ich auch mal verschieben. F17 hoch. Doch, noch dran. Nee, ich habe jetzt keine Lust hier zu verschieben. Wir kümmern uns um unsere zweite Angelegenheit. Da sind wir nämlich schon wieder am Sägewerk. Ja, ihr merkt, Sägewerk hat bei uns einen großen zentralen Punkt. Und ich habe nach der letzten Folge hier schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Und zwar für folgendes neues Equipment. Festes Equipment. Und zwar ein Heizkraftwerk. Ja, Heizkraftwerk bringt uns Geld, wenn wir Hackschnitzel hier abliefern. Und das ist eben unsere neue Einnahmequelle. Mein Plan war, das hier hinzupflanzen. Weil die Geschichte mit den Hackschnitzeln nimmt etwas Überhand. Ja. Gerade mal rüber und holen den ein bisschen Sport am Morgen. So, weil wir haben hier was haben wir hier drin? 138.000 Liter Hackschnitzel und die können wir gar nicht alles verteilen. Wir können jetzt erstmal hier voll machen, wo es geht, und den Rest fahren wir zum Heizkraftwerk. Die wird gleich schon wieder voll sein. Und da passt nämlich nichts rein. Lädt er hier nicht ein? Dann warten wir es aus. Komisch. So. Wir füllen erstmal alles auf und den Rest von den Hackschnitzeln, den verkaufen wir gleich. Dieser LKW, der ist zu geil. Der Tatra. Vor allem mit dem Anaburger System hinten drauf. Passt auch nichts rein. Also wahrscheinlich können wir gleich die Ladung hier abliefern. Holen wir hier mal noch raus, was drin ist. Hier hatte ich ja den Speicher erhöht aufs Doppelte. Wahrscheinlich werde ich den Speicher vom Input hier auch nochmal erhöhen.
Wahrscheinlich auch verdoppeln, weil hier gehen nur 10.000 Liter Hackschnitzel rein. Ich hatte ja probiert, die Output-Geschwindigkeit vom Holz ein bisschen zu forcieren. Das hat aber irgendwie nicht richtig geklappt, deshalb liegen da hinten so Holzlatten rum. Also da habe ich wohl nur die Output-Geschwindigkeit von den Latten erhöht und nicht von den Brettern. Aber ich will jetzt natürlich einen vollen Anhänger haben. Auflieger haben. Damit ich auch gleich viel Geld krieg. Ja, sieht schon gut aus. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist Feld 19. Das ist ja bald erntereif. Also es ist schon erntereif. Das sollen wir auf jeden Fall vor der Nacht machen. Bevor die 80-fache Nachtgeschwindigkeit anfängt. Weil sonst haben wir ein Problem, dass das ist, vermutlich in der Nacht dann Welge wird. Und hier steht auch schon wieder Traktor und da hinten LKW bereit. Mit Paletten. Die werde ich vor der nächsten Folge zum Baumarkt fahren. So, jetzt. Und dann in der nächsten Folge verkaufen. Ja, jetzt fahren wir hier mal ran. Und kippen die ganze Sache ab. Und dann gucken wir mal, was wir hier rauskriegen an Geld. Aus Müll. Ja, 10.000 vielleicht. 9.214. Immerhin. Ja, wie gesagt, das ist ein Abfallprodukt. Und von dem her ist das recht nice. Natürlich sinkt der Preis da auch immer wieder. Da müssen wir mal gucken. Oh Gott, wir kriegen den hier fast nochmal voll. Es sind noch 20.000 Liter drin. Da kriegen wir uns sogar voll. Ja, es wird knapp. Ich glaube nicht ganz. Ja, aber trotzdem. Und vorne ist ja noch ganz voll. Also, da kommt ordentlich was zusammen. So. Und ablade ihn. Die zweite. Sieht doch gut aus. Nochmal 7.600. Natürlich, der Preis, der sinkt. Und das ist ein bisschen der Nachteil an dem Hackschnitzel-Heizomaten. Aber wie gesagt, das ist ein Abfallprodukt. Wir könnten das auch lagern. Lass mich mal gerade überlegen. Was ist denn unser größter Anhänger? Der Überladewagen hat 70.000. Ist das Hackschnitzel? Miststreuer wollte ich jetzt nicht. Nein, jetzt habe ich auch noch GIMP geöffnet. Habe ich falsch geklickt. Mal kurz warten, dass ich das wieder schließen kann. So,
Kipper. Ah, 70.000, den Ding haben wir ja drin, hier. Den Semi-Tripper. Ah, das ist das Hackschnitzel-Symbol. Also, im Moment ist unser größter Anhänger der Krampe, kann 52.000, er kann 60.000, auch fast 60. Also die 70.000 vom Semi-Tripper sind das höchste. Die Frage, ob wir den da hinkriegen zum Ausladen. Und der kostet auch nicht so viel. Und da können wir uns eigentlich gleich noch einen anschaffen. Ich glaube, das werde ich machen. Ich werde mir hier einen Semi-Tripper hinstellen. Weil überleg mal, 70.000 ist das Doppelte von dem hier. Da kriegen wir dann auf einen Schwung beim höchsten Preis ungefähr fast 20.000. Wir werden jetzt gerade einen Preissturz von 2.000, glaube ich. Das ist schon erheblich. Jetzt gucken wir mal, was hier noch rauskommt. Wahrscheinlich nur noch 6.000 oder so. Ah, 6.600. Aber eine Fuhre machen wir trotzdem noch. Auch ich weiß, das ist nicht gewinnbringend. Aber dann können wir uns einen Semi-Tripper holen. Aber zuvor schicken wir gleich mal den John Deere los. So. John Deere, wo bist du? Hier. Der sollte nämlich voll sein. Und dann schicken wir den Gewächshäuser. Wassergewächshäuser. Nein. Ach so. So, jetzt. Hab falsch gedrückt. Abfahrer einstellen. Und er soll am Ende anhalten. Auch der John Deere hat zu kämpfen hier mit dem Fass. 50.000 Liter Wasser. Er hat zu kämpfen. Aber der kriegt es hin. Er ist einer unserer leistungsstärksten Traktoren. Sehr gut. Dann brauchen wir den hier wieder. Dann bringen wir das weg und dann holen wir uns den Semi-Tripper. Kaufen wir uns. Dann könnten wir hier auch mit insgesamt 106.000 Litern Semi-Tripper und der hier mit einer Dolly zusammen irgendwo anders Hackschnitzel abliefern. So, das reicht aber auf jeden Fall für den Anhänger. Es gibt noch ein gemoddetes Heizkraftwerk. Vielleicht gucke ich mal, dass ich mir das reinhaue in die Modliste. Ja, jetzt hat es nur noch 5,5 gegeben. Also so viel haben wir damit jetzt nicht verdient. Aber wie gesagt, das wird sich ändern. So, Semi-Tripper Hauptfarbe. Das war immer ein bisschen komisch. Felgenfarbe machen wir gelb. Designfarbe machen wir auch gelb. Und das
Schwarz. Ich glaube, so passt's. Breitreifen, Design. Oversize Load. Nee. Konvoi. Konvoi. Oh, der kostet 70.000. Haben wir aber Glück gehabt. So, und dann gucke ich mal, ob das wirklich der richtige ist. Shop, wo bist du? Ja, genau zu dir will ich. Ja. Hoffentlich. Irgendwie hat er die falsche Oberfarbe. Habe ich mich da verklickt? So, generell passt, aber er hat eine falsche Oberfarbe. Die können wir ja nochmal ändern. So, was müssen wir noch machen? Wir können mal zu den Schafen gucken. Ach, jetzt dachte ich gerade, warum steht hier oben ein Schneidwerk? Habe mich doof verguckt. Okay, da passt noch alles. Was wir machen können, ist mal den Lilly losschicken. Einfach, dass der hier nochmal sauber macht. Schafe haben wir schon? Haben wir. Uno. Losschicken. Soll am Ende anhalten. Ja, gut. Und dann hatte ich gerade noch eins im Kopf, genau. Ich werde jetzt zum Ende der Folge, wie gesagt, hier den LKW losschicken. Und hinten den Traktor. Um die Paletten zum, zum Tun zu bringen. Einstellen. Geschwindigkeit. 50 ist viel zu schnell. 30. So. Und das werden wir Anfang nächster Folge verkaufen. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht über die Zeit kommen. Weil wir haben ja nur bis 6 Uhr Zeit. Um 6 Uhr macht der Turm zu. Ich hoffe, dass die Zeit reicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass der hängen bleibt. Und der Juno hängt auch. Ich weiß gar nicht, weshalb der hängt. Ich glaube, da muss ich einfach mal einen neuen Kurs anfangen. So, der hier wird jetzt gleich folgen. Hat der hier eine Deichsel hinten? Jawohl. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.